50 Jahre Zweites Vatikanisches Konzil. Dieses Jubiläum wurde nun schon auf unterschiedliche Art und Weise gewürdigt. Bei der Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz wurde nun ein Projekt vorgestellt, das sich den Ergebnissen des Konzils auf andere Art und Weise nähert, und zwar durch Kunst. Doch warum ausgerechnet Kunst? Wir haben überlegt, wie wir den Fokus auf das Zweite Vatikanische Konzil richten können nach 50 Jahren. Und da scheint mir die Kultur eben der richtige Ort zu sein, an dem sich die Fragen der heutigen Menschen visualisieren oder zumindest hörbar machen. Und insofern haben wir aus dem Konzilsdokument Gaudium et Spes vier Begriffe genommen: Freude und Hoffnung, Trauer und Angst. Der heutigen Menschen sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi. Das heißt, wir wollen signalisieren, dass Kirche den einzelnen Menschen im Blick hat und dass dessen Lebenssituation uns interessiert. Und insofern soll das jetzt über die Sprache der Kunst, der Kultur sichtbar oder hörbar gemacht werden. Ein ehrgeiziges Vorhaben, das in vielen unterschiedlichen Einzelprojekten umgesetzt werden soll. Und dabei soll jedes Projekt ein anderes Schwerpunktthema haben und an einem anderen Ort stattfinden. Unser Zugang war und ist, dass wir uns Themen auswählen und über die Themen jeweils Gedanken machen, welche Kunstform wir dafür wählen können, um dann nach einem Ort zu suchen. Zum Beispiel, wir nehmen das Thema Migration, Asylsuchende in den Blick und überlegen, wie kann man das am besten darstellen, übersetzen. Deswegen werden wir da mit Theatergruppen zusammenarbeiten. Und die nächste Überlegung war dann, dass wir sagen, wenn wir Theatergruppen nehmen, können wir vielleicht sogar ausländische Theatergruppen. Und in unserem Fall haben wir uns an afrikanische und mittelamerikanische gewandt. Der Ort erschließt sich dann aus der Idee heraus, und wir haben uns dann für Konstanz entschieden, weil Konstanz ein Grenzort zur Schweiz ist in diesem Fall und an Grenzen eben die Fragen von Asyl, von Zuwanderung, von Auswanderung, von Migration sich jeweils anders stellen als in einem ganz normalen städtischen oder ländlichen Gepräge. Kunst verteilt aufs ganze Land, gut und schön, aber Kunst an und für sich ist ja schon nicht jedermanns Sache und auch nicht immer ganz leicht zu verstehen. Wenn das jetzt noch gepaart wird mit der Interpretation des Konzils, könnte ich mir vorstellen, dass es ganz schön kompliziert wird, oder? Sondern man muss auf sie zugehen. Das ist unser Ziel, auch etwas zu erklären, auch über die Kunst mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Auch die, die das Einzelne jetzt nicht verstehen und fragen, was soll denn dieses Theater oder was wird mir in dem Film denn gesagt? Es werden ja Begleitveranstaltungen stattfinden, in denen diese Fragen thematisiert werden, sodass der Einzelne sich zu Wort melden kann. Und er muss kein großer Kunstkenner sein, sondern er soll nur durch die Kunst Anstöße erhalten, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Und wir als Kirche wollen versuchen, darauf Antworten zu geben. Wir wollen uns ganz bewusst verschiedene Kunstsparten zuwenden. Auf der einen Seite der bildenden Kunst, das zeigt sich dann in konkreten Ausstellungen, die wir in Düsseldorf oder in Köln bzw. auch in Würzburg zeigen werden. Darüber hinaus wollen wir in jedem Fall den Bereich der Musik nicht vergessen. Das heißt, wir planen, einen Kompositionsauftrag zu vergeben. Dann haben wir den Bereich des Wortes, also die Schriftstellerinnen und Schriftsteller in den Blick genommen, werden Literaturtage in München machen und sind auch in Planung, das ist leider noch nicht ganz sicher in der Realisierung, dass wir auch den Filmbereich nicht vergessen wollen. In jedem Fall ein Mammutprojekt, für das man unbedingt Projektpartner benötigt. Die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen und das Columba-Museum in Köln sind zwei davon, die sich dieser Herausforderung gerne stellen. Weil uns die Frage sehr interessiert, was in der Gegenwartskunst eigentlich gerade passiert im Hinblick auf die Frage des Umgangs mit christlicher Bildsprache. Und das ist eben doch sehr erstaunlich festzustellen, wie sowohl in Europa, aber auch in außereuropäischen Gebieten, also Afrika oder Südamerika, es ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema wird. Es war schon für uns eine Herausforderung, das muss ich Ihnen ganz ehrlich gestehen, dieses Begriffspaar Kirche und Freude einmal wieder ganz nach vorne zu spielen. Denn in den letzten Jahren, glaube ich, können wir sagen, ist das ein kleines bisschen in Vergessenheit geraten, dass wir nun wirklich eine gute Botschaft haben, die auch sinnlich erfahrbar werden könnte. Kirche und Freude sind in der Tat zwei Begriffe, die in den vergangenen Jahren aufgrund von Negativschlagzeilen nicht allzu häufig in einem Zusammenhang gestellt wurden.
Da fragt man sich, wer soll eigentlich diese Ausstellung besuchen? Mit wem rechnen die Aussteller? Also jede Ausstellung hat merkwürdigerweise doch ihr eigenes Publikum. Und ich bin mir sicher, dass diese Ausstellung nochmal ganz andere Menschen ins Haus holen wird, als wir sonst gewohnt sind. Wenn Menschen in die Kirche gehen, gehen sie es mit der bewussten Absicht, dorthin zu gehen. In einer Ausstellung gibt es, glaube ich, doch noch ein weiteres Spektrum aus der Gesellschaft. Natürlich auch eher kunstaffine Menschen, das sind auch nicht alle, aber man kann gerade über diese Fragestellungen doch noch viel mehr erreichen als sonst. Neben Ausstellungen, die bereits existierende Kunstwerke zu einem Thema neu zusammenstellen, sollen auch neue Werke geschaffen werden. Doch wie frei sind die Künstler in ihrer Arbeit? Es kann keinem Künstler einen Maulkorb angelegt werden oder der kann nicht einfach nur das Vehikel für unsere Antworten sein, sondern er soll ja die Fragen stellen. Und auch was da provokativ kommt, das muss bei uns in einem Aug-in-Aug-Höhe-Dialog angesprochen werden. Und das macht auch den Charme aus, dass Kirche dazu bereit ist und nicht einfach vom hohen Ross herunter den Leuten sagt, wo sie hingehen sollen.